Noch ganz kurz, bevor das Video beginnt. Ich habe gerade gesehen, dass über 50% von den Leuten, die meine Videos schauen, mich noch nicht abonniert haben. Also vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ja, da würde ich sagen, los geht's mit dem Intro. We gon' put her all in, yeah. Can't take a loss, I don't trust you when you talk. You talk a lot, acting like a zombie, copy how they talk. What's the drip? I don't think they dripping. $1,000 jeans, tell me why they got the ribs then. All these rappers think they saucy. Also ihr habt schon den Titel gelesen und ihr könnt es auch hier rechts... Nein, links oben sehen. Ich bin heute mal auf Ozeanien-Servern und nicht auf Europa-Servern. Und zwar habe ich wieder mega Bock, Spielern auf anderen Servern zuzuschauen. Ja, keine Ahnung, ich finde es einfach mega interessant und ihr anscheinend auch. Das letzte Video kam ja mega gut an. Dann ist hier auf jeden Fall der neue Shop. Gibt auf jeden Fall ein paar geile Sachen und einen neuen Tanz. Ja, aber den hole ich mir nicht. Ich habe ja eh den Originalen. Vergiss auf jeden Fall nicht, rechts unten im Shop, ArenaFan als Creator-Code. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe direkt mal in eine Solo-Runde. Es ist jetzt knapp 23 Uhr, also ich hoffe mal, da sind ein paar gute Tryouts dabei. Ich habe da, glaube ich, wieder so einen 200, 300er Ping. Also es wird unmöglich sein, da zu spielen. Also ja, los geht's. Und ich habe einen 350er Ping. Alter, also schlimmer geht's nicht. So, hier sind, oh, Iconic-Skin mit Galaxy-Backpack. Okay, sind anscheinend schon mal gut Tryouts dabei. So, direkt Megamall. Obwohl, soll ich nicht direkt von der Map springen? Weil mit dem 350er Ping... Ach komm, ey, scheiß drauf. Ich zieh's jetzt durch. Ah, der sieht schon gut tryhard aus. Komm, kill mich. Komm, hol mich. Nein, nicht teamen. Jetzt erhol mich. Hol mich. Junge, bitte, kill mich einfach. Danke. Ach, gut, zum Glück hat er gewonnen. Nein, ich schaue jetzt irgendeinem Random zu. Okay, was war das jetzt? Okay, okay. Mr. Dedoid 420 mit seinem ersten Kill. Oh, und da ist der nächste Gegner. Ein Trommelgewehr. Sehr gut. Ey, ihm sitzt auf jeden Fall. Okay. Am Anfang hat er ein bisschen veraimt, aber dann lief es dann schon ganz gut. Achso, frag mich bitte nicht, warum ich hier mit einer Jacke sitze. Ich hatte einfach irgendwie Bock drauf. Oh. Da ist ein Gegner. Warte, ist das der aus Megamall? Ey, das ist doch der aus Megamall von vorhin. Also ich bin auf jeden Fall für den anderen. Ja! Awake, relax. Also er scheint auf jeden Fall echt gut zu sein. Ich bin mal gespannt. Was ist der denn für Probleme? Oh. Okay. Okay, Edits und Bauen sitzt auf jeden Fall schon mal. Der andere ist aber auch nicht schlecht. Hä? Alle sind hier irgendwie gar nicht so schlecht. Komm, hol ihn. Also das war ein guter Versuch. Und da kommt der dritte. Ein No-Skin. Nur noch 30 HP. Er hat auch nur noch 40 Mets. Hm, keine Mets mehr.
SGT Solo. Na gut. Okay, zwei Hits hat er ihm gegeben. Der hat sich auch direkt eingebaut. Also keiner ist hier irgendwie komplett schlecht. Oh mein Gott, der wurde so aufs genommen. Drack Vips 2. Hat sich runter editiert und die Falle gesetzt. Alter, warum leben noch 14 Leute? Und warum hat er 3 Zuschauer? Och nee, ein Roboter. Och nee. Das ist gar nicht gut. Ja, richtige Entscheidung. Und der nächste Roboter. Ricardo Di Rigo. Kranker Kill. Ich kann mir das nicht ansehen mit den Robotern. 3 Roboter, da vorne, er und hinter ihm. Okay. Der hat ihn kurz mal gesniped. Okay, der Gegner muss auf jeden Fall aus seiner Turtle raus. Gegnerzone. Ja. Place erstmal das Lagerfeuer. Lohnt sich auf jeden Fall. Der andere sitzt im Busch. War auf jeden Fall noch knapp. Aber Alter, das sind ja echt gute Spieler eigentlich. Hätte ich nicht gedacht. So, ich bin jetzt hier in der nächsten Runde. Und bin jetzt... Alter! Oh mein Gott, hat er mich erschreckt. Alter, ich bin hier so zusammengezuckt. Aber der ist, glaube ich, mega schlecht. Boah. Fast 400er Ping. Ach komm, kill mich einfach. So ein Scheiß. Also erst hat es angezeigt, dass ich durch seine Wand gekommen bin. Und dann war ich wieder dahinter. Ist so komisch. Noch ein Hit. Nice. 3 Gegner. Oh, er hat ihn bekommen. HP hat er auch nur noch. Was macht er? Okay. 180er in sein Gesicht. Er tanzt erstmal. Oh, der Headshot hat gesessen. Ich hab den getroffen. Okay, gut. Goldene Comet, dann gönnt er sich hier. Oh, er muss in die Zone. Aber irgendwo da war noch einer. Hat er gut gemacht. Also der A-Elst hat schon mal 5 Kills. Also da muss ich nichts dazu sagen. Der versteckt sich da? Was passiert da? Sieben Kills. Okay. Oh. Das war ein guter Shot auf jeden Fall. Da ist sogar einer.
knattern rein. Und er bekommt hier noch. The True Taco Man. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Was macht er denn? Das lohnt sich doch gar nicht. Nein! Ey, der ist so überfordert. Er will die goldene Scar. Jetzt hat sich so null gelohnt. Oder? Achso. Ja gut, er lag auf Feuer. Ja komm, das hat er safe gewonnen. Ja, das hat er. Der ist auf jeden Fall gut. Also das war's ja schon mit dem Video. Da waren echt ein paar gute Spieler dabei. Hätte ich nicht gedacht. Creator Code Arena Fan nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.